Hallo, wie macht ihr eigentlich euren Teich sauber? Wir hätten da eine Idee. Und zwar könnt ihr einerseits eine Bürste nehmen, eine Teleskopstange packen und ordentlich schrubben. Viel Spaß wird es bei starken Belägen wie zum Beispiel Kalk oder festsitzenden Algen, Biofilm nicht machen. Es gibt eine Alternative und das ist die Biberbürste 22, dieses Gerät hier. Das haben wir schon eine ganze Weile im Angebot und wir verleihen es übrigens auch für jemanden, der sich erstmal eingrooven möchte, um zu gucken, ob das überhaupt das richtige Gerät für ihn ist. Das aber nur am Rande. Also um was geht es? Die Biberbürste ist eine Bürste, die dafür geeignet ist, Belege richtig gut wegzuschrubben. Und zwar mit einer rotierenden Bürste hier unten. Dazu gibt es verschiedene Aufsätze, von ganz weich bis ganz hart. Und da könnt ihr von Betonflächen, von Granitborden, von euren Folien im Teich, also von den Abdichtungen, Belege sehr gut, relativ einfach und unkompliziert abmachen. Die Biberbürste 22 ist ein akkubetriebenes Gerät und hat im Lieferumfang schon eine ganze Reihe mit dabei. Die Biber 22 Bürste ist eine Bürste, mit der ihr die Beckenwände oder Oberflächen im Teich relativ gut sauber machen könnt. Also sprich, zum Beispiel eure Treppenstufen, eure Folien im Randbereich, wenn ihr irgendwelche Steine oder ähnliches drin liegen habt, die könnt ihr wunderbar sauber machen. Sie ist handgeführt, einer Teleskopstange. Übrigens dieselbe Teleskopstange, die auch die Bisambürste nutzt. Das ist sehr praktisch. Es ist ein akkubetriebenes Gerät und dieses Gerät hat verschiedene Bürsten zur Auswahl, je nachdem, was ihr für eine Oberfläche habt. Und wir haben das jetzt mal ausprobiert und zeigen euch kurz, was wir geschrubbt haben. So, und jetzt haben wir hier, wir sind im Schwimmteich, das ist ein erdmodellierter Schwimmteich. Wir haben relativ weiche Belege an den Oberflächen, an den Beckenwänden, aber sehr hartnäckige Belege, wie hier zum Beispiel auf der Treppenstufe. Die ist immer glitschig, das ist ein Granit, gestockt, geflammt. Eigentlich relativ rutschfest, aber unter Wasser setzt sich Biofilm und Algen drauf und damit ist das Ding echt richtig glitschig. Auch der Handlauf nützt dann nichts, weil er nicht weit genug reinreicht. Also einmal mit der Biberbürste ran und mal schauen, was die Biberbürste so schafft. Wir haben jetzt an der Biberbürste den groben Teller montiert, also den Teller mit den rot-grünen Bürsten für harte Belege. Wichtig, wenn ihr diese Belege aussucht, also die Pads aussucht, achtet darauf, was ihr sauber macht, denn es gibt durchaus die Gefahr, dass die ein oder andere empfindliche Oberfläche auch verkratzt werden kann. Ihr seht, natürlich wird das Wasser immer trüber. Das könnt ihr übrigens relativ gut verhindern, indem ihr die Biberbürste anschließt, genauso wie beim Bisam, an zum Beispiel einen Schlammsauger, einen Fango oder einen Torpedo oder was auch immer. Also da gibt es ja verschiedene Sauger, an die ihr es anschließen könnt. Beachten aus meiner Sicht zumindest ist, dadurch, dass da der Schlauch dran ist, wird das Ganze doch noch deutlich unhandlicher. Auch die lange Teleskopstange ist ja so, dass man schon mal gucken muss, wie man das Ding führt. Also ganz so leicht ist es nicht. Aber ihr seht jetzt das Ergebnis von den gebürsteten Granitborden, die wir als Treppenstufen eingebaut haben. Und das ist wirklich überzeugend. Also mit der groben Bürste hervorragend. Biofilm ist weg. Es ist wieder richtig fest. Man kann da wunderbar runterlaufen. Tolle Sache. So, jetzt gehen wir mal in die Beckenwände. Und auch hier machen wir das allerdings mit dem gelben Pad, weil wir Folienabdichtung haben und wollen dort in dem Bereich dann nicht riskieren, dass die Folie zerkratzt wird. Erdmodellierter Teich, also von daher klein bisschen Nachsicht mit der Biberbürste, wenn sie nicht alles wegbekommt, denn wir haben ja keine glatten, gemauerten Wände, sondern ein bisschen unebene und da kann in den Tiefen schon mal was hängen bleiben. Aber das Ergebnis lässt sich durchaus sehen. Kleiner Spoiler, natürlich haben wir hier im Teich gestanden zum Reinigen. Das muss man sich überlegen, ob man das machen möchte, denn wenn man reinfällt, nimmt man natürlich den Akku mit. Das ist unter Umständen nicht ganz so gut. Aber hat wunderbar funktioniert. Das Gerät lässt sich gut fahren. Auch hier haben wir wie bei der Bisam Vor- und Rückwärtslauf mit dem Steuergerät, das wir an der Hand haben. Also ein einfacher Kippschalter nach links und rechts. Eins und zwei.
Wenn wir uns jetzt also mal diese Geräte anschauen, die Biberbürste mit den Pads. Ich habe gerade gesagt, wir haben mit dem gelben Pad die Wand gereinigt. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr möchtet das Pad einmal anders haben, weil ihr zum Beispiel wie hier auf den Belegen mit dem Granit eher die grün-rote haben wollt, dann geht das relativ einfach mit diesem Haken. Man führt das dann an einer definierten Stelle, da ist ein Pfeil rein, und kann so die Bürste relativ unkompliziert abnehmen. Macht die neue Bürste wieder dran. Da ist ein Pfeil, da solltet ihr darauf achten, damit ihr dann wisst, wo die hingehört. So, kommt rein. Und dann, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, jo, und dann haut man einmal drauf und dann ist sie drin. Wichtig ist, achtet darauf, dass sie wirklich richtig drin ist, ansonsten haut ihr euch ab. Die Biberbürste, auch die könnt ihr wieder anschließen an den Fango, das hatte ich erzählt. Insgesamt gutes Gerät. Es ist jetzt nicht super handlich, das muss man dazu sagen. Also wer damit arbeitet, sollte sich schon ein bisschen einfuchsen, aber am Ende des Tages kriegt man das hin. Ergebnis ist gut, mit den unterschiedlichen Pads für jede Oberfläche was zu kriegen. Achtet bitte darauf, dass die empfindlichen Oberflächen mit den entsprechenden Pads gereinigt werden. Vielleicht muss man dann ein bisschen länger schrubben, aber es ist blöd, wenn ihr eine beschichtete Folie habt und macht euch zum Beispiel mit diesem Pad oder auch mit dem grauen Pad hier die Oberfläche eurer Folie kaputt. Das wäre schade drum. Ja, tolles Gerät. Bei uns zu leihen, wenn ihr möchtet und euch nicht sicher seid, ob ihr es gleich haben wollt, könnt ihr auch im Set mit der Bisambürste leihen. Und wenn euch das genauso gut gefällt wie unser Video, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch kein Video, das in Zukunft zum Thema Teiche, Dachbegrünung oder biologischen Pflanzenschutz von uns kommen wird. In diesem Sinne, vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal.